So. Okay, da komme ich dann durch, wenn ich meinen Sonnenschirm aufmache. Ja, das kann ich wegschaufeln. So, und Charlie ist mal wieder auf sich alleine gestellt. Charlie, ich bin's, dein Vater! Nein! Die Küstenplattform. Papa! Charlie, mein Junge, ich habe immer gewusst, dass du mich finden würdest. Warte, ich nag das Seil durch. Charles, ich glaube, du wirst etwas Hilfe brauchen. Wie seid ihr denn jetzt hier reingekommen, bitteschön? Es wärmt mein Herz, euch alle hier zu sehen. Schnell, Familie, bindet mich los! Wir sind zu spät! Oh nein, der Baron! Na, wenn das mal nicht die Blackmoths sind, ihr schmutzigen Schornsteinkriecher, seid viel zu spät dran, um mich aufzuhalten. Du solltest dein Feuer noch nicht schüren, Baron. Die Behörden werden deiner Schurkerei zweifellos ein Ende bereiten. Wenn sie mich fangen würden, ich lege ab und segle mit der ganzen Plattform in ein Nachbarland, das meine Art der Geschäftsmacherei zu schätzen weiß. Frankreich. Darum kümmere ich mich, Papa. Einen Moment, Sohn. Lass uns dies zusammentun, als Familie. Baron verschwindet. Dreideckerzug holt Weisen. Gut gerüsteter Reisender. Ist das jetzt ein neuer Level oder was? Ist das jetzt ein Bossfight? Ich wollte nochmal zurück zum Zug. Mensch. Ist das jetzt noch, Nö. Okay, finde einen Weg, den Baron aufzuhalten. Die sind alle hier. Ich spring mal eben gerade so hier, oder? So. Schön, Papa. Schön. Was haben wir denn hier so? Kann man hier irgendwas... Was? Du kannst den Baron nicht aufhalten, Schornsteinfeger. Wetten? Du hast keine Chance gegen den Baron. Okay, die machen mir auf jeden Fall alle schon mal richtig viel Mut. Das finde ich toll. Ja. Ich habe noch nicht so die Idee. Feuer schüren bringt schon mal nichts. Also da kann man schaufeln. Die Frage ist jetzt... Warte mal, kann man hier noch, Ich trag mal eben zur allgemeinen Unterhaltung bei. Ja, okay, das bringt anscheinend nichts. Ich kriege auch keinen Score hier dafür, dass ich die... Ich werde das schon mit der Family hier machen müssen, denke ich. Die große Preisfrage ist jetzt natürlich, wie?
So, hier kann man hoch. Ich muss an eine Schornsteinwand sein, um klettern zu können. Moment. Ja. Aber warte mal, vielleicht das hier. So, pumpen wir mal hier rein. Das hat schon mal was gebracht. Dieses kleine Feuer kann mir gar nichts anhaben. Aber du wirst langsam saftig gegrillt da oben. Finde eine Menge in anderer Figur. Nee, finde in der Menge eine andere Figur, die dem Feuer mehr Nahrung geben kann. Hier, wo ist er? Merryweather, wo ist er denn? Merryweather! Ist er denn irgendwo? Da ist er. Du bist der Held der Stunde, mein Freund. Dann hau mal rein. Das, ja. Aha, schon mal eine Stufe kleiner. Okay. Nehmt eure schmutzigen Arbeiterhände von mir, Kinder. Nein. Ihr Black Moss habt keine Ahnung, was ihr da anrichtet. Meine Güte, in dem Baron scheint ja noch mehr Böses zu stecken. Noch mehr Barönchen. Na und? Dann müssen wir ihn eben noch 5-mal in seine bösen Hintern treten. Noch 5-mal. So. Was ist das jetzt hier? Reinigungszugang. Benutze verschiedene Figuren in der... verwohnt, ne, um ihn zu teilen und so weiter. So, ich brauche den da, genau. So. Ja, das ist schon mal gut. Das hat geklappt. Und jetzt habe ich doch die Mutter, die diesen Schornstein-Dingsbums-Gedöns da hat, ne? Scheint zu gehen. Klar, das Ding geht bis da oben hoch. Nicht so schnell, du schrecklicher Mann. Okay. Jetzt haben wir einen Schornsteinaufstieg. Nutze verschiedene Figuren, um den Baron zu teilen und ihn erneut niederzustrecken. Okay. Der ist das, ne? Ja. Erstmal da hoch, gucken, ob das was bringt. Ich muss an einer Schornsteinwand. Hier bist du doch. So. Und was machst du jetzt? Mich von diesem Vorsprung locken? Alles klar. Das reicht mir. Ja, ja, so ist das. Au, ah, brutal. Wo bleibt euer Respekt, ihr blöden Männer? Ja, ja. Hochmut kommt vor dem ziemlich tiefen Fall, würde ich sagen. So, was haben wir hier? Das muss ich löschen, so wie das aussieht. Probieren wir das mal.
Es ist nicht so schwer jetzt, ne? Vor allem man kennt die, ja, die Figuren, was die so können, eigentlich mittlerweile ganz gut. Und bis jetzt waren es auch nur spezielle Figuren, die. Ach, was soll ich denn? Ich brauche doch nur hier so. Bis jetzt waren es auch nur spezielle Figuren, die irgendwas. Und jetzt? Ja. Okay, jetzt stehe ich am Schlauch. Habe ich hier so einen Luftballon-Typen? Oder... Was könnte denn da jetzt... Ich sehe das auch gar nicht richtig. Da ist halt ein Tor, was runtergelassen ist. Wer macht denn hier so einen Krach? Ah, warte mal. Ein Tor, was runtergelassen ist, genau. Zu groß, zu groß. So. Bis jetzt? Ja. Hilf mir, du einfältiger kleiner Trottel! Der arme Hans, lass den Hans in Ruhe. Schwester, Mama, ich hab euch gefunden. Junge, die standen die ganze Zeit neben dir. Hört mit dem nutzlosen Gelaber auf und helft mir, nichts nutze. Nein. Tja, so ist das. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt kommt hier Kohle runter. Da brauche ich den Schirm. Und was brauche ich da noch? Was ist da abgebildet? Da kann ich nicht durchgehen. Schreien. Okay, alles klar. So. So. Achso, nee. Muss ich andersrum machen. Nein, 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 nein. Nein, das... Ah, die sind gleich groß, ne? Scheiße. Dann geht das gar nicht. Hier die Pfeife vielleicht. Wo haben wir denn die Pfeife? War doch irgendwo. Irgendwo war doch so eine Pfeife. Wo ist er denn? Nicht? War hier nicht irgendwo einer? Die stehen jetzt hier oben, aber die werden ja auch nicht mehr gebraucht. Aber ich kriege die Mutter da ja nicht rüber. Ach, Moment, das ist sie ja auch gar nicht hier. Das ist die Kleine. So, zack. Und jetzt die Mutter. Aber das... Nee. Das heißt, ich muss was Kleineres haben als sie, sonst komme ich da ja nicht durch. Moment, probieren wir es mal. Ach so. Ja, okay, dann ist es nicht mehr so schwer. Das hätte mir auch mal einer sagen können. So. Und dann? Ja. So, letzte.
Oh je. Guten Hunger. Tschö. So, jetzt kann ich wahrscheinlich die Möwe benutzen. Was keine Möwe ist, sondern immer noch ein Pelikan. Aber, ihr wisst, ich kann mir das einfach nicht merken. So. Mehr. Ja. So, zum nächsten Vieh. Die große Preisfrage ist jetzt natürlich, was genau mache ich jetzt mit dir? Da ist so wie so ein Schlüsselloch. Der ist ja unter mir jetzt hier, ne? Das bringt auf jeden Fall viel. Der ist da. Ja, das da oben ist aber scheiße. Ich glaube, das wäre... Jetzt ist das Vieh da oben. Komm mal wieder runter. Ah, da. Mal überlegen, was die hier alle können, weil ich brauche mit Sicherheit jetzt. Ich nehme den einfach mal mit, weil geschaufelt hatte ich bis jetzt noch nicht. Kann gut sein, dass das jetzt irgendwie von Belang ist. So, mal sehen. So, nein. Ja. Okay, dann hat sich das damit schon erledigt. Ich habe gedacht, ich muss da erst runter und irgendwas machen, aber okay. Los, schnapp dir den bösen Mann, Herr Kraushaar. Oh, das ist brutal. Das ist, ja. Das ist in der Tat sehr brutal. Dafür bekommst du eine riesengroße Umarmung, Herr Kraushaar. Du süßer kleiner Teddybär. Ihr rußbedeckten Bauern seid hoffnungslose Fälle. Wächter! Ach, guck mal. Levi, bist du das? Ich dachte, du könntest vielleicht etwas Hilfe gebrauchen, Charlie. Landstreicherteam, bravo! Los, los, los! Oh nein, Telefon. Ah. Ich mute euch kurz. Lest einfach mit, ja? Tschö. So, und weiter geht's. Immer im falschen Moment. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was passiert ist. Kohleregen, okay. Ja. So wie es aussieht, sind wir hier eingesperrt und wir haben auch nur... Ja, sind wir. Wir haben auch nur die Figuren hier zur Verfügung. Ja gut, dann. So. Und den. So. Ah, ich glaube, ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Zack. Und ja, das wow. Das war offensichtlich richtig. Alter, ganz, ganz großes Kino. Armageddon und so sind ein Scheiß dagegen gerade. Aha. Ist jetzt vorbei oder? Nee, jetzt sind wir hier auf diesem komischen Kreis. Zeit für eine Scherei, Junge. Hä? Schere. Ja und? Lüfte uns jetzt hinterher. Ja, schon, aber hä?
Was zum... Wie wäre es mit einem ordentlichen Schnitt, Charlie? Ach so, das ist jetzt Schere, Stein, Papier hier, oder was? Okay. Schere wird geschlagen von Stein, würde ich sagen. Komm mal her. Tja, den haben wir zwar geschlagen, aber Papier wäre jetzt richtig gewesen. Oh. Ich pack dich ein, Charlie. Ja, super. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich es auch umsetzen kann. Die Menge jubelt. Pure Begeisterung. Stein. Ja, war ja scheiße. Wir haben ja Papier aktuell. Das ist doof. Genau. Mal eben hier. Zack. Und dann schnipp, schnapp. Okay. Schere, Stein, Papier. 1 von 4. Okay. Stein. Brauchen wir Papier. Uah, da kommt er schon wieder. Hilfe. Zu Hilfe. Du. Nein, noch nicht der. Der. Ja. Okidoki. Schere. Wow. Da ist er. Stein. Hopp. Ja, komm, machen kalt jetzt. So. Boah, wie oft denn noch? Einmal noch. Papier. Mhm. Das dürft's gewesen sein. Ja. Yeah. Stürzt euch auf ihn, meine Minions. Ein gutes Ende. Dramatische Musik. Bist du in Ordnung, Sohn? Wo ist der Baron? Das ist alles, was von ihm übrig ist. Hast du Jurassic Park gesehen? Mit der Kuh? Mir geht's gut, Papa. Der Baron ist weg. Für immer, glaube ich. Tief in uns ist er noch da. Den wären wir los. Charles, wir müssen diese armen Waisen da rausholen. Ja, Waisengrube. Moment, ich habe eine Idee. Wenige Augenblicke später. Du bist der Beste, Charlie. Danke, dass du uns gerettet hast. Boah, jetzt auf einmal, ne? Aber vorher so, boah, Charlie, du kannst gar nichts, du bist scheiße. Anscheinend bist du jetzt ein Held, Sohn. Ich bin stolz auf dich. Ach, ich bin doch nur ein Blackmore, Papa. Nichts, was wir nicht in den Griff kriegen würden. Genau, Papa. Einige Zeit später im Haus der Blackmores. Du, die, du. Kommt alle mal her, ich habe Neuigkeiten. Bei meiner neuen Arbeitsstelle haben sie mir heute Zulagen bezahlt und eine Rösttaube gegeben. Dein Lieblingsessen, stimmt's, Charlie? Lecker. Schmeckt ein bisschen holzig, aber sonst... Charlie ist weg. Er ist wieder zum Bahnhof zurück. Zum Königlichen, du weißt schon. Nur die Ruhe, wir bilden 3 Rettungsteams. Agnes, ruft deine Schwester Adelheid herbei und... Mach dir nicht so viele Sorgen, Schatz. Er besucht nur einen alten Freund. Ach, den Levi, den alten Hauligen. Weißt du, du hast recht. Wenn wir eins gelernt haben, dann, dass Charlie auf sich selbst aufpassen kann. Ja, wir haben bei der ganzen Reise ansonsten nichts gelernt. Nur, dass der Kleine auf sich selbst aufpassen kann. Das ist ja toll. Baron besiegt. Schornsteinfeger überlisten berüchtigten Industriellen. Ja. Sieht so aus, als wäre es das gewesen. Da laufen die Credits. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass das Spiel zu Ende ist. Ja, das war Stacking. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen froh, dass es zu Ende ist.
Die Idee des Spiels ist auf jeden Fall interessant, hat es so, glaube ich, noch nicht gegeben. Also das mit den Holzfigürchen und so hat es, glaube ich, so noch nicht gegeben. Ist für ein Adventure fast schon ein bisschen, ja, gewagt, das so zu nennen, Adventure. Weil Adventure ist ja nun mal im klassischen Sinne Gegenstände aufheben, kombinieren. Hier benutzt man keine Gegenstände, sondern man ist quasi der Gegenstand, indem man die Puppe ist, die eben entsprechenden Skill hat. Und ja, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich fand auch den Witz eigentlich ganz gut und auch, ja gut, die Story, die war halt so, wie sie sein sollte, auch in sich stimmig und war okay. Es war halt so ein bisschen auf Stummfilm und das Ganze parodiert sich selbst ein bisschen. Und nö, fand ich soweit in Ordnung, aber durch die ganzen Nebenaufgaben, die man hat und die sich teilweise, vielleicht liegt es auch nur an meiner Spielweise, aber die sich teilweise halt wirklich ein bisschen ziehen, fast schon etwas schwierig. Stellenweise. Also nicht schwierig im Sinne von schwer, sondern schwierig dran zu bleiben, ohne zu vergessen, ja, warum macht man das jetzt eigentlich gerade alles? Also, ich glaube, wäre schöner gewesen, wenn es mehrere verschiedene Aufgaben gegeben hätte, die man hätte lösen können, aber nicht unbedingt von einer Aufgabe immer gleich so viele Lösungswege, die man dann auch noch alle machen muss. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob es irgendwie großartig was bringt, wenn ich das jetzt noch zu Ende mache. Es wäre schön, wenn ihr mir sagt, ob ihr den Rest auch noch sehen wollt. Wollt ihr ein Special haben, in dem ich dann nochmal zurück auf den Dreideckerzug gehe, weil alles andere hatten wir ja, und nochmal versuche, alle anderen Aufgaben zu erfüllen? In dem Fall schreibt mir das bitte. Ansonsten würde ich es so dabei belassen, weil ich denke nicht, dass es da großartig was anderes für geben wird, außer bei Steam irgendwelche Errungenschaften. Und ganz ehrlich, auf dieses ganze Tokensystem kann ich ehrlich gesagt komplett verzichten. Das ist so eine Masche, die jetzt irgendwie bei den ganzen neuen Spielen aus irgendeinem Grund furchtbar wichtig ist. Mir persönlich nicht. Ja, hier sehen wir nochmal, wir haben im letzten Level nur noch von jeder Aufgabe eine Lösungsmöglichkeit gefunden. Wir sind damit durch. Das war Stacking. Ja, das war Stacking. Nee, auf jeden Fall ganz im Gesamten ein gutes Spiel. Ich glaube, ich würde es kein zweites Mal spielen. Dafür ist es dann doch nach dem ersten Durchgang etwas zu langweilig. Charlie, du hast deine ganze Familie zurück. Ja, so sieht's aus. Und ich habe meine Landstreicherbrüder. Wir haben dir sehr gerne geholfen. Ja. Es gehört zum Leben eines Landstreichers, überall zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Ich hoffe, es ist okay, dass ich meinen Brüdern gesagt habe, dass sie vorerst bleiben können. Ich nehme an, dass du zu weiteren Abenteuern aufbrichst. Aber wirf noch einen Blick auf die neuen Sachen, die ich gemacht habe, bevor du gehst. Ja, und jetzt wiederholt sich das. Okay. Es gibt noch einen Downloadable Content. Und soweit ich weiß, habe ich den auch. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich meine, der wäre dabei gewesen bei diesem Steam-Angebot. Ja, hier würde halt jetzt noch ein bisschen was fehlen. Wenn einer von euch weiß, ob es dafür was anderes gibt, dann sagt mir Bescheid. Also ich weiß es nicht und ja, ich würde es an dieser Stelle dabei belassen. Das war Stacking. Wie gesagt, bei Interesse mache ich gerne noch den Rest voll. Aber auch wirklich nur, wenn das gewünscht wird. Ich werde das jetzt irgendwie so mal ein, zwei Wochen beobachten, ob da wieder die Resonanz ist. Und ansonsten würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, dass ihr bei meinen anderen Let's Plays auch noch viel, viel Spaß haben werdet. Und ja, freut mich immer, wenn ihr reinschaut. Vielen Dank, bis zum nächsten Let's Play. Tschüss, eure Säcki.